Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit vorlieben Geschichten auf den Grund gehst, um die andere Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. So, sind wir also auf dem Weg? Ist ja auch unser Job. Und irgendwas müssen wir ja für die Karriere machen. Wir müssen einfach irgendwann mal durchstarten. Da ist es. Die Nervenheilanstalt Mount Massive. Es brennt sogar noch Licht. Was denn jetzt? Scheiße, der Empfang weg. Naja. Die paar Meter kommen wir auch noch ohne aus. Mount Massive Asylum. Da ist der Eingang. Parken wir mal hier. Handbremse anziehen. So, die wichtigen Dokumente. 17. September 2013. Tipp: Illegale Aktivitäten bei Murkoff Psychiatric Systems. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric System in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen. Aber echt, zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Und dazu sind wir hier. Die Kamera, Batterien. Erstmal rein da. So. Machen wir mal einen kurzen Testlauf. Sieht gut aus. Miles Upshur. Ja, ja, von der Presse. Nachtsicht, funktioniert alles. Gut. Dann raus aus dem Jeep. Und damit herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Let's Play Outlast. Ich hoffe, wir werden viel Spaß haben. Die Tore schließen sich. Wir werden also auch nicht mehr hier rauskommen. Ja, manche kennen mich vielleicht. Es gab von YouTube einige seltsame Probleme, die gleich mal alle Videos von mir gelöscht haben, auch noch andere, aber die werden nicht so auffallen. Und ja, da mache ich die ganze Sache noch einmal. Und bin sehr gespannt, was passiert. Also ich kenne schon einen kleinen Teil. Ansonsten ist die ganze Sache natürlich blind, wie sonst immer. Und wir gehen jetzt rein. Mit der linken Maustaste können wir Türen langsam öffnen, wenn wir gedrückt halten, und schnell, wenn wir nur mal anklicken. Die rechte Maustaste ist für den Camcorder da. Wir haben ein Ereignis aufgenommen. Maustaste 5. Nervenheilanstalt Mount Massive. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive.
die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab. Vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen, aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. So, schauen wir mal, ob wir Dokumente... Ja, das haben wir ja schon gelesen. So. Und wir begeben uns jetzt mal da rein und werden schauen, was uns erwartet. Okay. Da oben ist jemand. Und da war er auch schon weg. Ja, aber... Da will ich mich wenigstens aus Anstand, bevor wir hier hineingehen, noch einmal kurz vorstellen. Ich bin der Teil, der als erstes im Kanalnamen steht. Ich bin Bashes und ja, kurz zu mir und zu meiner Person. Ich bin 17 Jahre alt. Ich besuche noch die Schule, also so alt, also ich bin nicht sitzen geblieben oder so, nein, nein. Mein richtiger bürgerlicher Name ist natürlich nicht Bashes, in Wirklichkeit heiße ich Patrick, aber ich würde es bevorzugen, wenn ich auf dem Kanal mit Bashes angesprochen und das auch so gehandelt wird. So, hätten wir die Sachen geklärt, hoffe ich für euch. Wenn ihr einzelne Fragen habt, stehe ich euch natürlich zur Verfügung. Wir gehen hinein. Ich versuche, die ersten Schritte, die ich gemacht hatte, jetzt noch einmal zu gehen, damit es nicht ganz so professionell aussieht und vielleicht das Let's Play ein bisschen in die Länge zieht. Wir können übrigens rennen, ja, habe ich ja gerade schon gemacht. Hier ist eine Kette drum. Und da ist es ja nur logisch, dass wir den anderen Eingang nehmen müssen. Und ich bin sehr gespannt, was uns hier drin erwartet. Die Militärwagen hier bedeutet, dass es auf jeden Fall einen Einsatz gab. Haltesteuerung links gedrückt, um dich in die Hocke zu gehen. Auf jeden Fall haben wir auch nur einen Arm und einen Fuß. Das ist... Ach so, ja. Nein. Versuchen wir es mal hier. Ich möchte gleich zu Anfang anmerken, dass ich es sehr, sehr, sehr cool finde, dass man sich selbst sehen kann. Gibt's nicht oft. Dass man so nach unten sieht und sich selbst sieht. Das ist ziemlich cool. Kannst du mit Mausrad nach oben und nach unten ranzoomen. Da oben müssen wir jetzt rein. Und das machen wir, indem wir ein bisschen parkourläuferisch aktiv werden. Als erstes mal die Treppe hoch hier. Die Treppe. Ja, natürlich, die Leiter. Und da kommen auch schon die ersten Soundeffekte des Spiels. Wie gesagt, ich habe schon ein Stück gespielt, deswegen weiß ich, dass es hier hochgeht und wo es hingeht und so. Aber das wird nicht lang gehen, vielleicht die ersten zwei, drei Parts. Und zum Glück ist hier das Licht aus, brauchen wir ja auch gar nicht. Ist zum Schlafen prima. Ich meine, wenn das Hotel so spät geschlossen oder so früh schon schließt, so rum wohl eher, dann müssen wir uns ja einen anderen Weg reinsuchen. Ich würde jetzt gerne mal die Tür öffnen. Hier ist sowieso nichts. Ein leerer Raum. Nicht schlecht, da war ich schon beim ersten Versuch erschrocken. Hatte ich schon wieder ganz vergessen, ist ja schon ein ganzes Weilchen her. Mit links können wir die Tür schließen. Und hier können wir durch diese enge Gasse. Schauen wir mal hier rein. Hier ist nichts weiter.
Vielleicht ein Dokument? Nein. Aber eine Batterie. Das ist schön. Die werden wir nämlich benötigen. So. Hier ist niemand. Können wir hier vielleicht reingehen? Uhu, jemand zu Hause? Aha. Das Telefon wurde vor kurzem benutzt. Aber wir schauen uns erstmal das Dokument an. Projekt Wallrider. Fall Nummer 174, Patienteninitialen WPH, Billy. Datum der 14.10.2013. Erste Patientenbefragung der 12.04.2009. Alter des Patienten 19. Geschlecht männlich. Behandelnder Arzt Dr. Carl Houston. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Hämatokrit, Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRI ergab arrhythmetische REM-NREM-Zyklen. Lachen in REM-Phase. Hatte das nicht noch eine zweite Seite? Die will ich euch natürlich nicht unterschlagen. Anmerkungen. Billy erkundigt sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in den Bluträumen von Dr. Traeger entdeckt. Anmerkung: Die einzige Person namens Traeger in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist ein gewisser Richard Traeger, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff Psychiatric Systems, Projekt Wallrider, Mount Massive und Co. So. Wir können natürlich nicht stehen bleiben, egal wie gruselig diese blutigen Spuren auch sein mögen hier auf dem Boden. Wenn da die Tür zugeht, bewegen wir uns natürlich hier drüben rein und machen hier die Tür zu. Schauen uns kurz hier um. Ich will es nicht drauf ankommen lassen. Eine Batterie. Das ist eine ziemlich hässliche Küche, um genau zu sein. Und wer auch immer das essen wollte, er hat es bestimmt nicht bis vor den Mund geschafft mit dem Essen und musste erstmal aufs Klo. Und wir begeben uns jetzt hier in den Lüftungsschacht. Hier drüben geht's nicht weiter. Das weiß ich schon. So, Wallrider. Und das muss ein Patient sein. Und er hat gedacht, wir sind der Wallrider. Vier Batterien besitzen wir. Da drüben bewegt sich irgendwas. Okay. War keine Einbildung. Oder vielleicht doch. Und wir müssen jetzt hier in die Library. Im Moment ist noch alles ruhig. Oh Mann, oh Mann. Wer hängt den Leichen an der Decke auf und nimmt ihn den Kopf ab? Und Leute, ich will das nicht. Müssen wir hin? Hier geht's nicht weiter, hier hängt bloß der Nächste. Okay. They killed us. You got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors. Go to security and control. You have to get the fuck out of this terrible place. Das war's mit ihm. Hier hinten sind Köpfe aufgereiht. Und ich will hier nur raus. Nur raus aus diesem blöden Raum. So.
Was war das? Okay. Wir haben Asthma-Anfälle, die wir öfters im Spiel noch erleben werden wahrscheinlich. Genauso wie diese Hände hier im Klo. Guten Tag. Aber naja. Wir müssen uns weiter begeben. Hatten wir nicht eine Notiz? Genau, die müssen wir natürlich noch lesen. Ich bin drin. Überall Leichen, Blut, Verbrennungen, Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research Systems. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen, bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll ja verdammt nochmal verschwinden und stirbt. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Also wie ihr seht, Outlast hat da keine Hemmungen. Hier ist zu. Natürlich weiß ich, wo es weitergeht. Nämlich hier, hier bin ich dann das letzte Mal zurückgelaufen. Was? Nein! Nein! Nein, lass mich los! Nein! And who are you then? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Oh, fuck. Erstmal hoch hier. Oh. Scheiße. Neues Ziel. Fliehe aus der Nervenheilanstalt. Benutze das Sicherheitsterminal. Mit Tabulator können wir uns die ganze Sache ansehen. Und da würde ich hier an dieser Stelle sagen, Proclaim the Gospel steht geschrieben. Oh, steht da geschrieben. Und ich hoffe, euch hat die erste Folge von mir, mein Neuanfang sozusagen, auf dem Kanal gefallen. Und ich hoffe, ihr seid in den nächsten Folgen mit dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Outlast. Bis dahin, Leute. Ciao.